Venedig. Gondola! Süßes Gift. Gondola, Signore, Gondola! Tödlich. Gondola! Venedig, die Droge. Ist's nicht erstaunlich, dass der Spieler hier bei einer bloßen Dichtung, einem Traum der Leidenschaft, vermochte, seine Seele nach eigenen Vorstellungen so zu zwingen, dass sein Gesicht vor ihrer Regung blasste, sein Auge nass, Bestürzung in den Mienen, gebrochene Stimmen und seine ganze Haltung gefügt nach seinem Sinn. Und alles das und nichts. Traum und Asche. Ich werde den Film Hamlet nicht spielen. Ich hatte ihn sowieso nicht gespielt. Maybach hat es ausgesprochen. Letzte Garnitur, hat er gesagt. Letzte Garnitur. Schmiere. Dabei war ich mal oben gewesen. Rascher Aufstieg, rascher Fall. Scheiße. Und jetzt die Ablende. Pronto, Polizei. Hallo, Sie sind mit der Polizei verbunden. Hallo. Ach, das ist sinnlos. Der würde es nicht begreifen. Die anderen auch nicht, für die zählen nur Fakten. Liebe? Der Rest ist Schweigen. Dass wir die Übel, die wir haben, lieber ertragen, als zu Unbekannten fliehen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Nee. Schweigen bringt mich um. Pronto. Sie müssen mich anhören, Pater. Wissen Sie, wie spät es ist? Zu spät zum Umkehren. Wer sind Sie? Das sind schon Namen. Ja, und was wollen Sie mir sagen? Ich habe getötet. Sie wollen also beichten, mein Sohn? Nennen Sie es, wie Sie wollen, Pater. Ich höre. Venedigs Mohren. Ich möchte wetten, dass die auch damals geschlagen haben. Damals? Auf dieser scheiß Party. Konnte so und so. Wissen Sie, wie das ist, wenn man seine letzte Karte spielt? Ich war da auf dieser Party, um bei Federico Masini ein Comeback zu erbetteln. Eine Rolle in seinem neuesten Film. Gepumpter Smoking, aufgeschminkte Forschheit. Freddy, altes Haus. Na sowas, lass dich umarmen. Du machst diesen Hamlet-Film, hab ich gehört. Na wunderbar, muss mir gelegentlich erzählen davon. Unter uns, Freddy, es gibt auf der ganzen Welt keinen Regisseur, der dir das Wasser reichen kann. Wie wir damals angefangen haben, weißt du noch, klein und bescheiden. Von wegen Masini. Der liebe Freddy trat gar nicht in Erscheinung. Irgendwann rief ich Martha an. Hat Masini inzwischen angerufen? Wieso? Ich denke, du triffst ihn. Es hieß ja auch, er kommt, aber der schwule Hund lässt sich nicht blicken. Und sonst? Maybach war für einen Moment da. Millionen, Willi? Er finanziert den Streifen. Ach. Ja, hab ich auch gerade erst erfahren. Ja, und? Nichts und. Er hat nur seine Tochter deponiert. Ah, hübsch. Der Fettsack. Die Tochter. Die. Typ Mauerblümchen. Trinkt nicht, tanzt nicht. Kriegt rote Flecken, wenn ich sie nur ansehe. Oh, meine Güte. Hey. Hm? Hörst du? Was? Ah. Hörst du? Peppino Gagliardi. Ja. Okay. Ich denke, ich kaufe mir die Kleine mal. Kostet
pass auf die Flecken auf. Darauf kannst du Gift nehmen. Sind Sie noch dran, Pater? Ich bin noch dran, mein Sohn. Tja. Das war das Vorspiel. Mies. So lernte ich Vera kennen. Genau die Schmiere, auf die ich abgerutscht war. Der erste Akt war noch mieser. Das war drüben in Mestre. Ein Loch für Vertreter, billigste Absteige, Industrieluft. Draußen donnerten die Lastzüge, einer nach dem anderen, Tag und Nacht. Und Martha. Kalt, lebenshungrig, gierig. Aber schön. Revue-Girl aus einem Ostberliner Tingeltangel. Irgendwann im Suff hatte ich sie geheiratet, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Mein Agent hatte drauf bestanden, der war nüchtern. Und ich krieg nichts. Das war der Rest. Na, dann hol was. Gibst du mir Geld? Sag bloß nicht, du bist schon wieder pleite. Herzchen, also pack endlich aus. Da gibt's nichts auszupacken. Hast du ihn gesprochen? Masini! Masini, was? An diesen Maybach. Außer Spesen nichts gewesen. Und jetzt? Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Gott. Ob's Edle im Gemüt die Pfeil und Schleudern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von Plagen im Widerstand zu enden. Geh mir nicht auf den Wecker, Herzchen. Ja. Ich möchte wissen, wozu wir überhaupt hier sind. Das frage ich mich jetzt selbst. Ich komme an Masini einfach nicht mehr ran. Heißt es, wir reisen ab? Ich denke, ja. Und wann? Von mir aus gleich. Gut, bin schon am Packen. Für uns? Das ist vielleicht Masini, ne? Ja, was ist? Gehst du nicht ran? Der soll sich bloß nichts einbilden. Ja, ja. Ja. Hallo? Maybach. Ich habe nicht verstanden. Maybach, Sie wissen, wer ich bin? Ja, ja doch, ja. Wer? Der Maybach. Um gleich zur Sache zu kommen, der Palazzo Doria ist Ihnen doch ein Begriff, ja? Ehrlich gesagt, nein, Herr Maybach. Na, dann werden Sie kennenlernen. Einer von diesen feuchten, muffigen Kästen, der gehört mir. Das heißt, der gehört jetzt meiner Tochter Vera. Ich habe ihn auf Sie überschrieben. Als Investition miserabel, aber ganz passabel als Kulisse für eine gewisse Inszenierung. Ich verstehe Sie nicht ganz, Herr Maybach. Ich will Sie engagieren, Herr Vogt. Für diesen Hamlet-Film? Ach, für ein Gastspiel in Venedig. Theater? Ich mache Ihnen ein Angebot. Nicht, weil Sie der Größte sind. Ich bin kein Kunstkenner, aber so viel verstehe ich von Ihrer Branche doch, um zu wissen, dass Sie als Schauspieler nur zweite Garnitur sind. Eher sogar dritte. Dazu kommt, ich habe mich umgehört, Sie stecken bis über beide Ohren in Schwierigkeiten. Daheim in Deutschland will keiner mehr mit Ihnen drehen, beim Film nicht, beim Fernsehen nicht. Zu unzuverlässig heißt es. Verbraucht und verschlissen heißt es. Maybach prügelte mich mit Worten und ich schlug nicht zurück. Alles, was er da sagte, war ja wahr. Ich war ja ein abgeschlaffter Filmheld, den keiner mehr wollte. Das Gesicht wahren. Nicht mal das wollte mir mehr gelingen. Zugegeben, es gibt da momentan einen kleinen Engpass, aber... Na, wem wollen Sie denn was vormachen? Mir oder sich selbst? Sie haben von einem Gastspiel gesprochen, Herr Maybach. Genau davon reden wir. Ich habe eine Rolle für Sie. Was? Er sagt, er hat eine Rolle für mich. Mach's nicht zu billig, handle ihn hoch. Also? Ja, ich denke nach. Oh Gott. Was denn für eine Rolle, Herr Maybach? Ich meine, Sie müssen verstehen, das alles ist sehr vage und... Also ich weiß nicht mal, ob ich interessiert bin. Ne? Sind Sie. Ich erwarte Sie auf der Rialto-Brücke. Moment, ich habe da noch gar nicht zugesagt. In 2 Stunden. Leck mich. Ja, nun sag schon. Er will mich treffen auf der Rialto-Brücke. Irgendetwas in mir sagt, Finger weg, geh nicht hin. Oh, Scheiße. Natürlich gehst du hin, Herzchen. Und denk dran, er will was von dir. Maybach. Millionen-Willi, wie Bild ihn nannte. Prolet aus Düsseldorf. Privatbanken, Investmentfonds und so weiter und so weiter. Zwielichtige Geschäfte. Finanzjongleur ohne abgeschlossene Schulbildung. Schmiss Hamlet, Omelette, Kotelett, alles in einen Topf. Aber setzte jetzt lässig ein paar Millionen auf den Kassemacher Masini. Herr Maybach? Ah, da sind Sie ja. Kommen Sie.
Gondola, Signore! Gondola! Machen Sie eine Rundfahrt. Die kleine, Signore, oder die große? Reden Sie nicht, fahren Sie zu. Si, Signore, si warte. Zigarre, Herr Vogt? Danke, nein. Wundervolle Nacht. Hm? Ja, wirklich. Nur viel zu warm für die Jahreszeit. Doch, ja. Reichlich warm. Die Kanäle stinken. Ich kann mit diesem Affenstall nichts anfangen. Sie? Wenn ich verliebt wäre. Und nicht so abgebrüht, was? Auch das. Vera liebt Venedig. Meine Tochter. Deshalb auch der Palazzo. Sie wissen, dass Vera hier zurückbleibt? In Venedig? Ja. Ich sehe es nicht gern, aber es muss sein. Es gibt Gründe. Und in diesem Zusammenhang... Kennen Sie das Lokal? Nein. Merken Sie es sich. Vera mag es. Vera. Martin, ich möchte, dass Sie Vera heiraten. Herr Maybach, abgesehen davon, dass Ihre Vera ein für mich völlig unattraktives Geschöpf ist, also ganz abgesehen davon, ich habe schon eine Frau. Ich bin verheiratet, Herr Maybach. Aber statt das zu sagen, saß ich nur da und wartete darauf, dass Maybach die Katze aus dem Sack ließ. Ob Sie Vera lieben oder nicht, steht für mich im Augenblick überhaupt nicht zur Diskussion. Oder anders gesagt, ich erachte es in diesem speziellen Falle nicht als eine Vorbedingung für eine Ehe, die sowohl sehr glücklich als auch sehr kurz sein wird. Sie sind doch Schauspieler. Herr Maybach... Ich gebe Ihnen eine Rolle. Vera will sie. Und ich will, was Vera will. Ich engagiere Sie als meinen Schwiegersohn. Bitte, Herr Maybach, bevor Sie weiterreden... Erst hören Sie mir zu. Sehen Sie, Vera hat... Ich habe sie von einem Arzt zum anderen geschleppt. Von einem Spezialisten zum anderen. In Deutschland, in Frankreich, in den Staaten. Das Kraut, das sie braucht, ist noch nicht gewachsen. Allenfalls hier. Hier in Venedig. Professor Palazzini ist eine Kapazität. Kollagenkrankheit. Und dann noch eine höchst seltene Variante. Zerstörung der Bindegewebe in den Organen. Unaufhaltsam. Oh, verdammt. Aber auch Professor Palazzini kann keine Wunder vollbringen. Vera hat, wenn es hochkommt, noch ein halbes Jahr. Und ich möchte, dass es ein glückliches halbes Jahr für Sie wird. Hier in Venedig, das Sie liebt. In diesem alten Palazzo. Und mit Ihnen, Martin. Vera hat als kleines Mädchen für Sie geschwärmt. Und jetzt plötzlich sind Sie leibhaftig in Ihr Leben getreten. Der erste Mann für Sie. Und auch der letzte. Und ich bin entschlossen, ihr dieses Geschenk zu machen. Überlegen Sie es sich. Ich steige hier aus. Gondoliere! Das war sein besonderes Talent, immer das letzte Wort behalten. Na schön, ich hätte ihm etwas Passendes hinterherrufen können. Ich hab's nicht getan. Auch später nicht. Martha wollte es so. Ich verstehe dich nicht. Was ist denn dabei? Dass ich dieses geschlechtslose Ding heirate? Oh Gott, ein halbes Jahr wirst du sie wohl noch ertragen können. Aber ich bin verheiratet. Herzchen, sag selbst. Wer weiß davon? Du meinst, ich soll... Es ist ein Gastspiel. Begreifst du denn nicht? Selbst wenn ich wollte, ich kann diese Rolle nicht spielen. Warum nicht? Weil ich Vera nicht liebe. Och. Ja, aber so ist es. Da ist nichts, kein Gefühl, gar nichts. Also so ein schlechter Schauspieler bist du ja nun auch nicht. Herzchen, das ist doch wohl nicht das erste Bett, in dem du diese Rolle hinlegst. Hm? Liebe, Zärtlichkeit... Verständnis. Etwas war immer da.
Dann sag dir, du machst es vor der Kamera und der Schule Masini guckt dir zu. 6 Monate lang, ja. Bis dass der Tod euch scheidet. Habt ihr über die Gage gesprochen? Nicht direkt. Nicht konkret, meine ich. Ja, dann tu es jetzt. Und denk dran, ich bin auch noch da. Er hat von einem monatlichen Scheck gesprochen. Herzchen, das ist doch Kleingeld für ihn. Was ist mit der Erbschaft? Mit welcher Erbschaft? Herzchen, du heiratest eine todkranke Frau. Wenn sie stirbt, wer erbt den Palazzo? Tja. Nach allen Regeln der Kunst habe ich Vera dann umgarnt. Spaziergänge, Ausflüge, Galerien, Konzerte. Im Dunkeln nahm ich Veras Hand in die meine und ich spürte ihr Zittern. Danach in der Gondel unter dem gelben Mond wagte ich den ersten schüchternen Kuss. Und am Tag darauf stellte ich die bewusste Frage. Da blieb nur noch der Notar. Vera erfuhr nichts von dem Kuhhandel. Sie war gefangen in dem kunstvollen Gespinst, das sie für meine Liebe hielt. Verpflichtet sich Vera Maybach, solange sie lebt, ein aufmerksamer, liebevoller und zärtlicher Ehemann zu sein, keinerlei andere Engagements anzunehmen, vielmehr seine volle und ungeteilte Zeit ausschließlich ihr zu widmen und sich bei der Wahl des Wohnortes völlig nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu richten. Weiter, weiter, weiter. Finanzielle Forderungen, die über die vereinbarte Monatsgage hinausgehen, werden von ihm nicht gestellt. Insbesondere werden nach Vera Maybachs Tod von ihm Erbschaftsansprüche nicht erhoben. Mit einer Ausnahme. Der Palazzo Doria. Oh, davon war nie die Rede, Martin. Jetzt aber doch. Und wenn ich Nein sage? Tun Sie das. Na, also gut, zum Teufel mit dem alten Kasten. Sie sollen ihn haben. Ja, und dann setzten wir beide unsere Unterschriften unter das Dokument und das Engagement war perfekt. Wir heirateten still und unauffällig. Nur standesamtlich. Ohne Empfang, ohne Gäste und Gratulanten. Martha reiste unauffällig ab, verschwand von der Bildfläche. Ich spielte. Maybach zahlte. Und ich wurde Hausherr im Palazzo Doria. Tja, dann auf eure Zukunft, Kinder. Prost. Prost. Mich braucht er jetzt nicht mehr hier. Was heißt das, Pa? Du reist ab? Ja, ich muss zurück nach Düsseldorf. Aber doch nicht heute. Ja, doch, doch, gleich. Sobald das Motorboot da ist. Deine Hand, Martin? Warum? Ach. Naja, dein Hochzeitsgeschenk. Er quetschte mir einen Brillantring auf den Finger. Ein Vermögen. Maybach ließ sich nicht lumpen. Wissen Sie, Pater, auf seine Art war Maybach ein Ehrenmann. Tja, kein Mensch, mein Sohn, hat nur ein Gesicht. Martin. Ja? Martin, du bist ein Schwein. Ich darf dir das sagen, ich bin selber eins. Aber du hast mir eines voraus. Du verfügst über alle Gaben, um Vera glücklich zu machen. Mach sie glücklich, Martin. Das ist alles, was ich von dir verlange, okay? Am Abend soupierte ich mit Vera im Gritty Palace. Bei Kerzenlicht und dezenter Musik. Vera trug ein silbernes Abendkleid. Ich blickte auf den Ansatz ihrer mageren Brüste, rot gesprenkelt vor Aufregung und Seligkeit, und bekam einen trockenen Mund. Martin, Liebster, was ist mit dir? Mit mir? Ja, du trinkst so unbeherrscht. Das ist eine dumme Angewohnheit, ich weiß. Was geht in dir vor? Woran denkst du? Daran, dass wir gehen sollten. Schon? Du bist den ganzen Tag nicht zur Ruhe gekommen. Aber mir geht es wunderbar. Ich habe mich noch nie so gut gefühlt. Kleines, es ist höchste Zeit, dass du deine Medikamente nimmst. Ich will sie nicht. Jetzt bist du mein Medikament. Außerdem möchte ich tanzen. Oh, bitte, ja, sei vernünftig. Bitte. Also gut. Einen Tanz. Ich bin ja so glücklich. So glücklich. Morire d'amore.
aus Liebe sterben. Ausgerechnet. Während ich mechanisch Tanzschritte machte, dachte ich daran, dass das Stück erst begonnen hatte. Der nächste Akt stand unmittelbar bevor, die Hochzeitsnacht. Der Liebesakt. Hey, wo steuerst du hin? Wir nehmen die Gondel. Ich sehe keine Gondel. Was ist das? Eine Kabinengondel. Die einzige, die noch aufzutreiben war. Oh, Martin, Martin, du kommst auf Ideen. Nicht ich. Venedig. Es war zu viel für sie. Auf der Schwelle zum Palazzo Doria klappte sie zusammen. Ich fing sie auf, bevor sie auf den glitschigen Stufen den Halt verlor und ins Wasser fiel. Und dann rief ich ihren Arzt an. Palazzini. Ich habe ihr eine Spritze gegeben. Sie kommt jetzt zu sich und wird schlafen. Ich möchte mit Ihnen reden. Professor Palazzini. Seine Privatklinik genoss weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Nicht zuletzt dank der Publicity, die ihm eine Affäre mit einer Dame königlichen Geblütes eingebracht hatte. Sind Sie sich über Veras Zustand im Klaren? Ja, ich weiß Bescheid. Sie steht auf der Kippe. Sehr. Vor ein paar Stunden ging sie noch großartig. Im Prinzip geht es ihr auch besser. Also doch. Es geht ihr besser. Dafür gibt es eine simple Erklärung. Sie. Vera lebt zurzeit mehr oder minder in einem Zustand übersteigerter Euphorie. Dagegen gibt es nichts einzuwenden, solange sie ihre Medikamente pünktlich nimmt. Und heute hat sie das versäumt. Also gut, ich werde darauf achten. Was ich mich frage, ist dies. Was wird, wenn auf die Euphorie plötzlich Ernüchterung folgt? Ich kochte vor Wut. Ich war Palazzinis neueste Therapie. Aber er misstraute ihr auch. Was wusste er? Was ahnte er? Vera wird schlafen und im Übrigen verlasse ich mich auf sie. Ach, das lasse ich Ihnen da. Zu treuen Händen. Bitte. Ja? Sie bekommen das in keiner Apotheke. Gehen Sie vorsichtig damit um. Es kann im Falle eines schweren Anfalls Veras Leben retten. Ich bin nicht immer erreichbar. 10 Tropfen, nicht mehr. Merken Sie sich das. 10 Tropfen. Und Vera weiß Bescheid? Ja, sie kennt das Zeug. Und auch seine Gefahren. 10 Tropfen bedeuten Leben, das doppelte Tod. Und jetzt gehen Sie zu Ihrer Frau. Ich finde den Weg. Alles in mir sträubte sich dagegen, wie Vera von mir Besitz ergriff. Zum Glück begann dann ihre Spritzenkur. Vormittags war sie weg, bei Palazzini. Ich machte das Beste aus der unverhofften Freiheit. Ein Espresso hier, ein Martini da. Oder ich saß in diesem muffigen Kasten und schlug irgendwie die Zeit tot. Martin! Hier! Was? Diese Musik. Das ist nicht wahr. Venedig ist nicht traurig. Ganz einfach, Clarence. Wenn sie dich stört, stellen wir sie ab. Du hast dich gelangweilt. Ach wo? Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ich mach dir ja nichts vor. Brauchst du Zerstreuung, Beschäftigung, ein Auto? Mit Schwimmkufen und Außenborder? Daneben ein Boot. Wirklich, Kleines, ich hab alles. Aber du, du warst bei Palazzini, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ich soll besser für dich sorgen. Ja, das tust du doch. Wir führen ein Nomadenleben, von Restaurant zu Restaurant. Na und? Und das ödet dich nicht an. Du überrascht mich. Weil ich mit dir ein normales Leben führen will? Sag, warum essen wir nicht zu Hause, wie andere Leute? Warum? Unter anderem, weil es in deinem Palazzo vergoldete Stuckdecken gibt, aber keine vernünftige Küche. Eine Küche lässt sich ja wohl einbauen. Du weißt, dass ich dazu das Geld nicht habe.
Aber ich habe es. Und was ich habe... Also? Und wer kocht? Ja, wer wohl? Ich natürlich. Jeden Tag Spaghetti. Ach du, ich kann kochen. Zweifelst du das an? Oh, wie könnte ich? Aber erst muss ich in die Klinik. Palizine will das so. Du in die Klinik? Ach, nur für ein paar Tage, gleich morgen. Ja? Für dich, Liebster. Wer? Irgendein Antonioni. Er ruft von Marco Polo an, vom Flughafen. Regisseur, gib her. Ich warte dann unten. Ah. Hallo, Signor Antonioni? Martha. Du bist ja richtig außer Atem, Herzchen. Ja, du bist ein Miststück. Wenigstens darin stehe ich dir nicht nach. Na Gott, du bringst dir alles in Gefahr. Was willst du? Nur mal nach dem Rechten sehen. Du traust mir nicht, ja? Du mir? Bisher bist du von mir ehrlich bedient worden. Und das soll so bleiben. Du bist in Venedig? Keine Sorge. Auf dem Pass steht immer noch mein Mädchenname. Du bist nie ein Mädchen gewesen. Umso emsiger hast du diesen Umstand genutzt. Bei der Gelegenheit, wie ist denn Frau Gemahlin im Bett? Ach, jetzt hör auf. Ganz Kavalier, wie Herzchen. Ich will dich sehen. Morgen. Morgen kann ich es einrichten. Komm nur rein, Herzchen. Sie saß vor dem Spiegel und kämmte sich. Nackt. Herzchen, was ist los? Los? Wieso? Du stierst mich an, als hättest du noch nie eine nackte Frau gesehen. Manches ist eben in Vergessenheit geraten. Armes Herzchen. Musst du sehr leiden. Lass das, Martha, bitte. So schlimm? Ah, ja, richtig. Roten Flecken. Nicht Martha. Denke immer, Arbeit schändet nicht. Martha, weshalb bist du hier? Sag dich doch schon. Um mir auf die Finger zu gucken. Wäre dir ein anderer Blickfang lieber? Ferkel. Jetzt gleich? Na komm schon her. Ich bin eine mitleidige Seele. Lass dich entschädigen. Ich war ihr wieder verfallen. Vera war im Krankenhaus bei Palazzini. Ich habe mich ausgetobt. Martha machte mich süchtig. Und als Vera in den Palazzo zurückkam, habe ich ihr Schonzeit verordnet. In Wahrheit schonte ich mich für Martha. Im Erfinden von Ausreden, um meine sich häufenden nächtlichen Ausgänge zu motivieren, wurde ich von Mal zu Mal dreister und kaltblütiger. Venedigs Luft inspirierte meine Fantasie. Und Vera schöpfte keinen Verdacht. Vera glaubte mir jede Lüge. Jede. Oder? Auf jeden Fall überraschte sie mich eines Tages mit einem königlichen Geschenk. Da. Etwas gegen die Langeweile. Ein schnittiges Motorboot. Poliertes Mahagoni. Ein Juwel aus der Nobelwerft Riva. Für mich? Na, gelegentlich kannst du mich ja mitnehmen. Du bist verrückt, Vera. Ich weiß doch, was Boote kosten. Psst, davon reden wir nicht. Ich bin nur glücklich, wenn auch du das bist. Du schämst mich. Nein, jetzt mach einen Punkt. Ja, und dann... Dann bat mich Palazzini zu sich. Was ist geschehen? Ich meine zwischen Ihnen und Vera. Hat es, erlauben Sie mir die Indiskretion, zwischen Ihnen und Vera Streit gegeben? Sie ist, was psychische Erschütterungen angeht, der reinste Seismograph. Zwischen Vera und mir hat es noch niemals Streit gegeben. Nichts dergleichen? Nichts. Tja, dann muss ich passen. Inwiefern, Professor? Ich hätte wetten mögen, der Grund für Veras verschlechterten Zustand sind Sie. Naja. Gibt es sonst noch was, was Sie mit mir besprechen wollen? Nein, im Augenblick nicht. Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung auf dem Weg? Ein andermal gern. Im Moment habe ich es eilig. Ich habe leider noch einen Termin. Ich warte seit einer Stunde. Es tut mir leid. Palazzini kam dazwischen. Er bat um eine Unterredung. Oh. Und? Irgendwie macht er sich wohl Sorgen um Vera. Ihr Zustand, sagt er, hat sich plötzlich sehr verschlechtert. Na denn. Möge der Professor recht behalten. Und nun komm endlich. Ich glaube, an diesem Abend war nicht viel mit mir los.
Ich weiß nicht, woran es lag. Palazzini, Marta, Venedig. Nati? Ja? Du bist noch auf? Warte, ich komme gleich. Wir gehen aus. Was jetzt? Ausgehen? Wenn mir danach ist. Palazzini würde dagegen sein. Palazzini kann mich, mein Liebling. Was? Du hast es genau verstanden, Liebling. Ich sagte, Palazzini kann mich mal. Na, was ist, Liebling? Gefall ich dir? Neue Frisur, Schminke, Lippenstift, Klimper, Wimpern, hautenges Modellkleid, Stöckelschuhe. Vera, Kleines, nur sei doch vernünftig, bitte. Liebling, du langweilst mich. Bestell jetzt endlich die Gondel und lass dir einfallen, wohin wir fahren. Also gut, wenn du unbedingt willst, was hältst du von Danieli? Herrgott, ich will mich nicht vollstopfen, ich will mich amüsieren. Dann kann ich dir nur noch das Antico Pignolo vorschlagen. Sonst nichts? Ich weiß was Besseres. Wir packen die Gondel voll mit Champagner und machen Venedig unsicher. Vera, Palazzini dreht mir den Hals um, wenn ich das zulasse. Du mit deinem Palazzini. Der soll seine mannstolle Prinzessin bumsen und mich in Ruhe lassen. Also mach schon. Na schön, Kleines. Sogar der Klang ihrer Stimme war verändert. Die Wahl ihrer Worte. Pronto? Servizio Gondola. Ja, eine Gondel zum Palazzo Doria, bitte. Ich hätte es verhindern müssen. Ich tat es nicht. Mein schlechtes Gewissen. So macht Bewusstsein feige aus uns allen. Shakespeare hat immer wieder recht. Tja. Und irgendwann fand ich Gefallen an der Sache. Venedig unsicher machen. Die Gondel, der Champagner und diese neue Vera. Draußen auf der Lagune verband ich dem Ruderknecht die Augen und stopfte ihm in jedes seiner Ohren eine Banknote. Wir kamen erst in der Morgendämmerung nach Hause zurück. Ach, leg doch noch eine Platte auf. Champagner selig. Gut. Sehr gut. Vera? Vera, Kleines, ist was? Amor. Vera! Marco. Vera! Sie lag auf dem Marmorfußboden. Im Bad. Ihr Gesicht war weiß wie eine gekalkte Wand. Ich schleppte sie zum Bett. Ich spürte, wie das Leben sie mehr und mehr verließ. Die ganze Zeit diese idiotische Musik. Ich rief Palazzini an. Hier ist der automatische Anrufbeantworter der Praxis von Professor Palazzini. Die andere Nummer. Und die Musik, die machte mich wahnsinnig. Hier ist der automatische Anrufbeantworter von Professor Palazzini. Es kann sogar sein, dass ich gebetet habe. Ja, alles ist möglich. Irgendwann fielen mir die Tropfen ein. Eins. Zwei. Zehn Tropfen bedeutet. Drei. Das doppelte Tun. Vier. Fünf. Zehn Tropfen. Sechs. Merken Sie sich das. Acht. Neun. Zehn. Zehn Tropfen. Zehn. Zehn Tropfen? Ja doch, warum? Nur 10 Tropfen? So hat Palazzini mir das gesagt. Richtig eingeschärft hat er mir das. 10 Tropfen. 10 Tropfen. Wie heißt er denn noch zu helfen? Martha. Du willst doch nicht etwas sagen? Ich will sagen, Herzchen, dass ich allen Grund habe, an deinem Verstand zu zweifeln. Du hättest jetzt schon trauernder Witwer sein können. Ich könnte mich in den eigenen Hintern beißen, wenn ich daran nur denke. Da bietet sich dir die Chance. Und du? Was tust du? Ach, du ergreifst sie nicht. Das meinst du unmöglich ernst, Martha. Todernst, mein Lieber. Weißt du, was das gewesen wäre? Mord. Ach Gott, die paar Tropfen zu viel. Und das in der Aufregung. Mit der zitternden Hand des liebenden Gatten. Mein Glas ist leer. Martha, ich möchte, dass du sowas nicht einmal denkst. So? Und warum nicht? Das fragst du noch? Mir scheint, du hast da plötzlich ein neues Drehbuch. Hör zu, Martha.
vielleicht bin ich wirklich nur ein mittelmäßiger Schauspieler. Ja. Aber diese Rolle, die habe ich nun mal übernommen, ja? Und ich spiele sie so gut wie möglich. So, und jetzt will ich dir mal was sagen, Herzchen. Wenn ein Schauspieler anfängt, sich selbst mit seiner Rolle zu verwechseln, dann ist es höchste Zeit für ihn, sich beim Psychiater auf die Couch zu legen. Was willst du damit sagen? Oh, du verstehst sehr gut, Herzchen. Ich spielte meine Rolle weiter. Als Professor Palazzini bei uns auftauchte, war ich noch ahnungslos. Vera ist oben, Professor. Ich brauche Sie ja nicht anzumelden. Sie kennen den Weg. Ich möchte es auch Ihnen sagen, Signor Martin. Schließlich sind Sie gleichfalls betroffen. Es tut mir aufrichtig leid, glauben Sie mir. Ich verstehe nicht. Was tut Ihnen leid? Was? Ja, um Gottes Willen, Signor Martin. Sie wissen von nichts? Wovon weiß ich nichts? Eine Tragödie. Ihr Schwiegervater ist tot. Maybach. Ja, sehen Sie denn überhaupt nicht fern? Nur unser Apparat streikt. Wer nun, sagen Sie doch endlich. Dass Sie es ausgerechnet durch mich erfahren müssen. Man spricht vom größten Bankenkrach seit der iOS-Pleite. In Düsseldorf rotieren die Staatsanwälte. Ja, aber Maybach, der ist doch nicht etwa betroffen. Sie haben es ihm angelastet. Und? Ihr Schwiegervater hat sich das Leben genommen. Nein. In der Untersuchungshaft. Wirklich, es tut mir leid. Ja. Sie werden es Vera beibringen müssen. Ja. Oder soll ich... Nein, ich mach das schon. Darf ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Ich wollte nur rasch... Ach ja, bitte verstehen Sie es nicht falsch. Es ist mir sehr peinlich, das jetzt zur Sprache zu bringen. Veras letzter Klinikaufenthalt ist von Ihrem Schwiegervater leider nicht mehr beglichen worden. Sie möchten von mir einen Scheck? Ja, ich bitte darum. Es ist immerhin ein nicht unerheblicher Betrag. Jetzt gleich? Ja, wenn es möglich ist. Es ist mir wirklich äußerst peinlich. Sie fürchten, dass unsere Konten beschlagnahmt werden können? Ich muss davon ausgehen, Senior Martin. Leider. Maybachs Finanzimperium zusammengebrochen. Maybach hatte mich reingelegt. Maybach, das Schwein. Ich Idiot. Aus irgendeinem Grunde reagierte Vera auf die Hiobsbotschaft mit erstaunlicher Gelassenheit. Du wirst sehen, Liebste, wir schaffen das schon. Wie, wenn kein Geld kommt? Wir werden arbeiten. Arbeiten? Du? Natürlich. In diesem scheiß Venedig. Was hast du nur gegen Venedig? Ach. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder stirbt für sich allein. Maybachs Untergang sollte nicht auch meiner sein. Bevor ich den Palazzo Doria verließ, hinterließ ich Vera ein paar Zeilen. Liebste Vera, wenn du diese Zeilen findest und so weiter, was man so schreibt in einem solchen Fall. Sie schlief noch, als ich ging. Aber dann, als die Tür ins Schloss fiel, in der plötzlichen Stille, hörte ich sie. Ein Aufschrei, ein Schluchzen. Vera war wach. Kümmere dich nicht darum. Lass sie. Lass sie, verdammt nochmal. Du sollst sie lassen. Martin, du bist ein Schwein. Ein Schwein. Nicht zurückgehen. Wenn ich jetzt zurückgehe, bin ich verrückt. Martin, du bist ein Schwein. Verrückt? Ich bin verrückt. Total verrückt. Kleines, ich komme! Vera, mein Leben. Oh, Martin. Vera, Liebstes. Ich riss ihr den Brief aus der Hand. Sie zitterte. Sie wollte sprechen. Ich wusste, was sie sagen wollte. Ich liebe dich. Herrgott, Pater, womit habe ich das verdient? Pater! Erwarten Sie wirklich eine Antwort, mein Sohn? Nein, es ändert ja doch nichts. Eine Stunde später rief Martha an. Hört sie mit? Nein, aber mach's kurz. Was willst du? Ein bisschen was abhaben von der Sonnenseite des Lebens. Wie weit bist du? Was heißt das, wie weit bin ich? Spiel nicht den naiven, Herzchen. Martha. Und vergiss nicht, dass es mich gibt. Martha, das Spiel ist aus. Abgebrochen vor dem letzten Akt. Leere Kasse. Maybach ist tot. Aber der Palazzo nicht. Der Palazzo. Der gehört ihr. Martha, das ist doch Kleingeld. Ein paar Millionen? Kleingeld?
Herzchen, als du dieses Engagement annahmst, war die Rede von einem halben Jahr. Höchstens. Sieh mal auf den Kalender. Veras Zustand hat sich stabilisiert. Was kann ich dafür? Ach, es ist Zeit, dass sie abtritt, deine Herzallerliebste. So oder so. Liebste, das Frühstück ist fertig. Kommst du? Martha. Liebste, mit wem sprichst du? Telefonierst du? Ich komme sofort, Kleines. Martha. Herzchen, du solltest dich mal wieder blicken lassen. Heute. Sei doch vernünftig. Martha. Oh, Scheiße. Entschuldige, Liebes, ich hab dich warten lassen. Was telefoniert? So, ja. Filmagent, ob ich ihn empfangen würde. Tu das. Nicht hier, wir treffen uns. Etwas Musik? Wenn dir danach ist. Was machst du für ein Gesicht? Gefällt dir das nicht? Es ist ziemlich schwere Kost zum Frühstück. Aber bei diesem Lied lernten wir uns kennen. Erinnerst du dich? Wir tanzten. Doch. Ja. Damals fing alles an. Und heute feiern wir wieder. Und was ist das, was wir heute feiern? Ganz einfach. Wir feiern, dass ich dich liebe. Morir d'amore. Und wieder muss ich lügen. Ja. Eine Ausrede. Es musste sein. Diesmal ja. Martha saß auf ihren gepackten Koffern. Nett, dass du dich blicken lässt, Herzchen. Du hast es schon mal eiliger gehabt. Immerhin. Jetzt bin ich hier. Mein Herr Gemahl. Lass die Witze. Du reist ab? Ja, da ich dir offenbar im Wege bin. Aber du stellst Bedingungen. Immerhin sind wir Partner. Sag schon, was willst du? Nicht viel. Nur den Hausschlüssel. Wozu den? Lass es mal meine Sorge sein. Und wenn ich jetzt Nein sage? Werde ich andere Wege finden, Herzchen. Ich habe die Warterei auf das versprochene sanfte Ableben satt. Martha, das ist doch Wahnsinn. Wenn sie auch nur den leisesten Verdacht schöpfen, dann werden sie dich aufstöbern. Wie denn? Ja, sie werden dich aufstöbern. Als deine Frau bin ich nie in Venedig gewesen. Du unterschätzt ihre Fähigkeiten, ja? Herzchen, ich bin auch nicht von gestern. Glaubst du, ich werde in Venedig sein, wenn es passiert? Martha, sag mir jetzt, was du vorhast. Herzchen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Du kennst das Sprichwort. Halt dich dran. Du wirst ahnungslos sein und geknickt. Ich brauche Geld. Geld? Ja, das Hotel. Ich muss es bezahlen. Ich habe kein Geld. Ja, dann beschaffst du welches. Meine Maschine geht um 11. Und wie kommst du zum Lido? Was heißt, wie komme ich zum Lido? Ja, die Vaporetti streiken. Ehrlich? Ja, überzeug dich, sie streiken. Ich bin zu Fuß gekommen. Ja, und dein Motorboot? Ist ohne Sprit. Ja, dein Tank ist voll, Herzchen. Und am Abend holst du mich ab. Sagen wir um 9? Geld. Martha hatte gut reden. Woher nehmen und nicht stehlen? Da gibt's doch diesen jüdischen Juwelier unter dem Uhrenturm. Ja, eine Stunde lang feilschten wir. Maybachs Hochzeitsgeschenk. Der Ring. Ich hatte mich an ihn gewöhnt, aber jetzt trennte ich mich von ihm. Ich nahm das Motorboot, fuhr zum Tanken, traf meine Vorbereitung. Im Palazzo wartete Vera auf mich. Und ein Haufen Post. Du, die Post jetzt nicht. Ich habe im Moment keine Zeit. Aber es könnte wichtig sein. Der Brief. Ja, wenn du meinst, mach ihn auf. Er ist an dich adressiert. Trotzdem, mach du ihn auf. Du, ich muss jetzt nochmal weg. Nochmal? Jetzt? Ja, dieser Agent, der bittet mich um einen Gefallen. Der Streik bringt ihm alle Termine durcheinander. Und Antonioni wartet in Rom. Der arme Kerl weiß nicht, wie er zum Lido kommen soll, um die Spätmaschine zu kriegen. Da habe ich mich angeboten. Ich bringe ihn hin. Du? Ja, großer Gott, kann der Mann sich denn kein Taxi leisten? Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Eines Tages wird er sich vielleicht erkenntlich zeigen. So ist das Leben nun mal. Geh schlafen. Warte nicht. Du weißt, dass ich warten werde. Oder willst du, dass ich mitkomme? Wie jetzt? Ja, warum nicht? Liebes, das Boot ist klitschnass. Und ich packe mich warm ein. Palazzini wäre dagegen. Ach, Palazzini. Und ich bin auch dagegen. Ich muss auf dich Acht geben. Also sei vernünftig, Kleines. Bitte. Ich beeile mich auch, ja? Dann werde ich warten. Aber wenigstens nach draußen begleiten darf ich dich, ja? Und du setzt ihn nur ab. Ich setz ihn ab und komme zurück. Bestimmt sofort. Und dann, wenn du zurück bist, feiern wir. Ja, dann feiern wir.
Es ist schon 9 Uhr. Ich muss mich beeilen. Also dann. Pass auf dich auf, wenn du fährst. Pass auf dich auf, bitte. Martha wartete. Ich drückte ihr das Geld in die Hand. Sie kam mit den Koffern. Wir fuhren los. Kleine Kanäle. Der Canale Grande. Tijuteca. Endlich. Gespiegelte Lichter. Goldene Flut. Dann schwarzes Wasser. Träum nicht. Dreh auf. Wozu? Wir haben Zeit genug. Ja, du vielleicht. Ich muss die Maschine erwischen. Und dann? Und dann nimmt alles seinen Lauf, Herzchen. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Genau so ist es. Weißt du, wogegen ich was habe? Wogegen? Arm zu sterben. Wenn schon sterben, dann reich. Darauf sollten wir anstoßen. Jetzt hier auf dem Wasser? Nur du und ich. So viel Zeit muss sein. Champagner? Die Flasche für besondere Gelegenheiten. Ja, so viel Zeit muss sein. Und jetzt? Ein Abschiedskuss. Immer noch der unverbesserliche Casanova? Bei schönen Frauen. Immer. Ich zog sie an mich heran. Mit beiden Händen. Der Nerzmantel glitt zurück und entblößte ihren Hals. Ich drückte zu. Was ich sonst noch brauchte, lag bereit. Der schwere Stein. Die Leine mit der Schlinge. Und das stille Wasser nahm sie auf. Vera hatte nichts mehr zu fürchten. Es mag ihnen ungeheuerlich klingen, aber ich empfand keine Reue, keine Qual. Nur Erleichterung. Ich wollte zu Vera. So schnell wie möglich. Vera! Ich bin's! Vera, wo bist du? Liebstes. Vera, bist du oben? Kleines, wo steckst du? Was? Der Umschlag lag auf dem Fußboden. Geöffnet. An mich adressiert. Absender. Ein Düsseldorfer Rechtsanwaltsbüro. Und erlaube ich mir im Auftrage meines verstorbenen Klienten Ihnen die beigefügten Unterlagen. Ich gebe Ihnen eine Rolle. Vera will sie. Und ich will, was Vera will. Ich engagiere sie als meinen Schwiegersohn. Nein. Verpflichtet sich Vera Maybach, solange sie lebt, ein aufmerksamer, liebevoller und zärtlicher Ehemann zu sein. Aber das stimmt doch alles nicht mehr, Vera. Vera, du musst mir glauben, das stimmt so nicht mehr. Oh Gott sei Dank. Ich bin es. Palazzini. Es tut mir leid, Signor Martin. Es tut mir wirklich sehr leid. Vera. Sie hat angerufen, aber es war zu spät. Sie muss zu viel von dem Zeug genommen haben. Aus Versehen, viel zu viel. Dann stand ich vor ihrem Bett und spürte nichts. Kein Entsetzen, kein Schmerz, keine Trauer. Ich fühlte mich genauso tot wie sie. Tja. Das ist es, was ich loswerden musste, Pater. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Venedig. Süßes Gift. Tödlich. Venedig, die Droge.
Polizei. Kommen Sie zum Palazzo Doria.